Ich persönlich habe mich geschämt, noch am Leben zu sein, wobei 4 Millionen Juden und Roma in den Tod gehen mussten und ich habe selber noch überlebt. Tatsächlich ist dieser Teil der deutschen, der europäischen Geschichte weitgehend unbekannt. Das ist eine Sache, mit der ich bis heute noch nicht fertig bin. Il y a plusieurs de photos. Mon père, naturellement. Mon frère James et le petit, c'est moi. Ich habe anfänglich erst gar nicht empfunden, was ich da Besonderes machte. Die Bevölkerung nahm das eigentlich hin, als sei es so. Afrikaner müssen so sein und müssen wilde sein, müssen keine richtige Musik machen, sondern trommeln und ähnliches. Ich denke ungern an diese Zeit zurück. Ich hätte sehr gerne studiert und ich hätte sehr gerne Ethnologie studiert, weil mich das mit dieser von den Nazis aufgestellten Theorie des Arischen so interessiert hat. Und da ich nicht arisch war, durfte ich auch kein Abitur machen. Es war für mich als Kind eine Katastrophe. Ausländer wurden. Ausländer im Heimatland. Man muss beispielsweise mindestens einmal im Jahr auf die Ausländerbehörde gehen und die Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Wenn man sie nicht bekommt, wird man ausgewiesen. Wohin wird man ausgewiesen? Meine Muttersprache ist Deutsch. Die Kultur, die ich kenne, ist Deutsch. Als was sollte ich mich sonst bezeichnen? Wir waren eben Zwangsarbeiter, die miteinander auskommen mussten. Das Auskommen war relativ insofern einfach, als man 12 Stunden am Tag arbeiten musste und man fiel abends ins Bett und wachte morgens schon bereits müde wieder auf. Ich hätte gerne Othello gespielt, ich hätte gerne Mulla Hassan gespielt, aber ich habe diese Rolle nicht bekommen. Und die Ausreden waren immer, für die Rolle bist du zu jung. Und später, nachher, war ich dann zu alt. Oder man hat keine Erfahrung damit und man will auch gar keine sammeln, denn möglicherweise geht das schief. Wieso? Also machen wir das Alte und schminken einfach Leute. Ist doch viel besser und viel einfacher. Erst im Alter habe ich dann diese Rollen bekommen. Und sie haben selbstverständlich zur Bildung meiner Person beigetragen. Musik
Natürlich war ich dazu in der Lage. Und es war vor allen Dingen eine Herausforderung. Und ich war also der erste Beamte, der eine Tür öffnete, die bisher verschlossen gewesen ist. Eine Tür für andere, die jüngeren Afrodeutschen. Meine Enkelkinder haben darauf gedrängt, dass ich meine Erinnerungen zu Papier bringe. Und wenn ich da was raten würde, würde ich sagen, einfach es hinnehmen oder noch besser, richtig drauf reagieren. Aber nicht verzweifeln und vor allen Dingen nicht versagen, sondern energisch den Auffassungen widersprechen.